So, und es gibt ein neues Erklärt. So, hallo und herzlich willkommen zu Erklärt Folge 12. Und somit haben wir die zweite Folgen mehr als in der ersten Staffel. Und heute endet die zweite Staffel. Aber keine Angst, da dieses Format so gut ankommt, wird es eine dritte Staffel geben und ich habe sie schon geschrieben. Zumindest Folge 1 der dritten Staffel. Heute machen wir mal wieder etwas zum Thema Sprüche und Redewendungen und deren Herkunft und Bedeutung. Das letzte Mal waren es ja einige und dabei waren die Zuschauer, also wart ihr, sehr begeistert beim Zuschauen. Nun dachte ich mir, kommt mal ein paar weitere aus der Hüfte raus. Aber bevor ich hier aus der Hüfte rauskomme, kommt erstmal was? Richtig, das Intro. So, und da sind wir auch schon wieder. So, nun geht's los. Aber erstmal begrüße ich euch alle hier auf YouTube, TikTok und überall, wo ihr zuschaut, auf Twitch. Und was denn, Zoe? Die guckt nämlich auch zu und moderiert. Ja, das habe ich nie drin bei erklärt. Erklärt es ohne Bild von mir. Da seht ihr ja beim Robotologen im Videopodcast, den es hier seit ein paar Tagen gibt. Ja, oder beim Game, da können wir auch noch mal das Nagetier zeigen, ne? So. So, aber erstmal, wie gesagt, hallo auf YouTube, TikTok und alle, die Format an diesen Gefallen gefunden haben. Genau. Ach, so, ihr macht mich schon durcheinander. Na gut, aber. Ja, hat sie nur irritiert. Okay. So, aber damit wir uns jetzt nicht irren oder irritieren, immer der Nase nach. Das ist nämlich der erste Spruch. Und genau genommen ein sehr anrüchiger Spruch. Er wurde den Händlern und Gauklern des Mittelalters mit auf den Weg gegeben. Wenn man diese zur nächstliegenden Burg und den der zugehörigen Markt schickte. Da die Fäkalien damals einfach in den Burggraben entleert wurden, konnten sie die Festung aufgrund des Gestankes auch sehr schnell finden. Also wisst ihr Bescheid. Wenn es irgendwo schlecht riecht, immer der Nase nach, dann wisst ihr, wo der Ursprung ist. Zumindest der Ursprung des Gestanks. Ja, Zoe, du wolltest was sagen? Gut, Zoe wollte nichts sagen. So, da beißt die Maus keinen Faden ab. Den Spruch habe ich auch immer mal zu hören gekriegt, wenn ich irgendwas wollte und nicht kriegen konnte. Ja, und hier konkurrieren zwei Herkunftsmöglichkeiten. Eine beruft sich auf den 17. März, ne? Das ist der Tag der heiligen Gertrud. Von dieser habe ich es auch öfters gehört. Nicht der Heiligen, aber der Gertrud, die im Mittelalter vor allem zur Abwehr von Ratten- und Mäuseplagen angerufen wurde. Zu jenem Datum stellten die Bauern die Winterarbeiten ein und begannen mit Feldbestellungen und der Gartenarbeit. Wenn am Gertrudentag noch gesponnen wird, so behauptet man, werde der Flachs von den Mäusen zerfressen oder der Faden abgebissen. Die Redewendung soll schon vor 14, also 1400 Jahren gebräuchlich gewesen sein. Also vor 1400. Sprich 13 irgendwas, ne? Die andere Vermutung
Es handelt sich um die Versicherung eines Schneiders gegenüber einem Kunden, dass dessen Stoff bei ihm sicher sei. Sprich, der Stoff ist bei mir sicher von euren Klamotten, weil Klamotten werden aus Stoffe hergestellt. Und der ist so sicher, bei mir sind keine Ratten, keine Mäuse, da beißt die Maus halt keinen Faden dran ab. Ne? Sprich, eine kleine Versicherung. So, wer hat's nicht schon mal erlebt, jemand einen Korb geben? Manchmal hat man ihn selbst gekriegt, manchmal hat man jemanden mal einen gegeben, der vielleicht mehr wollte, als man so selber wollte. Wo kommt's her? Nach einem alten, volkstümlichen Motiv wurde ein Freier in einem Korb, der aus dem Fenster der Angebeteten heruntergelassen wurde, also vor dem Fenster, ne? Da wurde hinaufgezogen, war der Freier unerwünscht, wurde ein Korb mit lockerem Boden runtergelassen. Dieser brach unter dem Gewicht des Freiers durch und ist heruntergesegelt. Eine andere Variante der Abweisung bestand darin, den Korb mit dem Freier auf halber Höhe des Hauses zu hängen und hängen zu lassen. Einfach mal baumeln lassen, nach dem Motto, der kommt hier nicht hoch. Heute lässt man ungeliebten Freier zwar eher abblitzen, doch auch dieser Begriff hatte ursprünglich eine ganz andere Bedeutung. Allerdings ist es schwer vorstellbar, dass zierliche Fräulein den stattlichen Prinzen hochgezogen hat. Ne, umgekehrte Rolle also. Vielleicht hat... Jetzt wird mir gerade was vorgelesen. Ja, Zoe, das klappt jetzt hier nicht. Ja, ich habe gehört, dass du irgendwas gemacht hast, aber was genau, habe ich nicht verstanden. Vielleicht, ja, es ist kein Effekt gewesen oder irgendwas. Das habe ich bei erklärt rausgenommen. Das kann man bei Spielen machen, mich so total erschrecken und so. Vielleicht hat sie ihm eher einen Korb gegeben, in welchen sie Wegzehrung befand. Also sich, nicht sie. Damit er wieder unerwünscht von dannen zieht. Somit hat er einen Korb gekriegt. Ne? So einfach ist das. Aber wo wir gerade bei Abblitzen sind, das hat ja wohl letztens gekesselt bei Zoe im Livestream. Habt ihr den Clip auch gesehen, den ich bei YouTube hochgeladen habe, bei TikTok und so? Meine Herren, gut, dass uns nichts passiert ist und in der Nachbarschaft auch nichts. Aber warum ich gerade das von Abblitzen rede? Das ist die nächste Redewendung. Ja, bei den ersten Gewehren, bei denen man zum Laden eine Kugel in den Lauf stopfte und das Schießpulver in eine sogenannte Pfanne schüttete. Ja, so eine kleine Pfanne, die war dabei, die war an dem Gewehr befestigt. Nicht jetzt so eine Bratpfanne, wie ihr die von zu Hause erkennt, oder Wokpfanne. Nee. Also, das Schießpulver in eine Pfanne schüttet, blitzte beim Betätigen des Abzugs das Pulver häufig auf oder ab. So, dass der eigentliche Schuss gar nicht losging und die Kugel im Lauf verblieb. Man hatte den Schuss also abblitzen lassen. Im Gefecht meistens ein einmaliges Missgeschick, weil dann hat eine andere Kugel getroffen und man konnte dieses Missgeschick nicht nochmal erleben. Vielleicht manche durch Glück und die sind dann zweimal abgeblitzt. Ja, aber dann haben sie sich wahrscheinlich selbst eine Kugel eingefangen oder sind irgendwie anders zu Tode gekommen. Also wisst ihr, dieser Spruch abblitzen lassen ist eigentlich ein einmaliges Missgeschick gewesen. Deswegen, wenn ihr bei jemandem abblitzt, dann ist das halt so, ne? So, und jetzt legen wir mal einen Zahn zu. Ja, als Spruch kennt er ja. Auch dieser Spruch stammt vielleicht aus dem Mittelalter. Dort hingegen in den Burgküchen, ne, die haben da ja immer so riesen Töpfe verwendet, und die wurden an gezackten oder ein Sägenblatt ähnlichen Eisenschienen, mit denen man
die Töpfe in der Höhe ziehen konnte, angebracht. Die wurden dann über dem Feuer zum Regulieren hoch und runter gezogen. So wie eine Zahnradmechanik, konnte es so hoch und runter lassen. Wenn man also früher einen Zahn zulegte, brachte man den Topf näher ans Feuer heran und die Speisen wurden schneller gar. Mittlerweile liegt es aber auch nahe, dass der Spruch aus den 1920er Jahren ist, nämlich aus der Automobiltechnik. Gestänge, Übersetzung, legt man einen Zahn zu, fährt der Wagen schneller. Also auf jeden Fall was mit Geschwindigkeit. Weil ist ja normal, wenn ein Topf tiefer auf der Pfanne ist, oder auf dem Feuer beziehungsweise ist, dann wird es schneller heiß und der König konnte schneller kochen. Ich denke, es kommt aus dem Mittelalter, weil ist einfach schöner, finde ich zumindest. So, und das passiert mir jetzt häufig hier, sich verzetteln. Im Althochdeutschen bedeutete zetteln so viel wie ausbreiten, verstreuen. Daraus entstand verzetteln im Sinne von nutzloses Ausbreiten. Das Verb hat aber nichts mit dem Zettel zu tun. Ne? Also hat nichts mit der Zettelwirtschaft zu tun, wenn jemand so ein paar kleine Zettel hier liegen hat mit Infos drauf oder viele DIN A4-Hefte, die nicht im Schulordner sind oder sonst wie was. Denn wir verwenden, also ein Zettel, den wir verwenden, um darauf Notizen zu machen, wie gerade schon gesagt. Dieses Wort kommt vielmehr von dem mittellateinischen Cedula. Oder Cedula. Aber ich sage Cedula, weil wird so ausgesprochen. Es gelangte als Zettel, also mit Doppel-D, Anfang des 14. Jahrhunderts ins Deutsche. Da wisst ihr Bescheid, man hat sich ausgebreitet. So, da liegt der Hund begraben. Kennt ihr bestimmt auch, hat man ja schon mal gesagt, das ist ein abgelegenes Nest, kleines abgelegenes Dorf, da liegt der Hund begraben. Auch hier gibt es diverse Deutungsversuche. Zum einen war da der alte Hund, früher Synonym für eine alte Sache, auch für einen Wertgegenstand, der eventuell irgendwo versteckt wurde. Das ist dann der begrabene Hund. Konnte also ein vergrabener Schatz gewesen sein. Zum anderen soll es sich dabei um den in der Erde verborgenen schwarzen Schatzhütehund aus einer Volkssage handeln, der anstelle des Teufels als Schatzwächter auftritt. Also falls ihr in der Nähe eines Schatzes seid und da ein bisschen rumbuddelt und auf einmal euch so ein schwarzer Hund anknurrt, ja, habt ihr sauber auf Kies geschwurzt und dann macht euch vom Acker, lasst alles stehen und liegen, nehmt die Beine in die Hand und rennt weg, bevor der Gehörnte auch noch auftaucht. Weil mit dem ist ja noch weniger gut Kirschen essen. So, sich etwas hinter die Ohren schreiben. Im Mittelalter konnten die meisten Menschen weder lesen noch schreiben. Verträge mussten sie aber trotzdem schließen. Häufig ging es dabei um Grenzziehungen von Grundstücken, damit diese mündliche Verträge später auch vor Gericht Bestand hatten, waren Zeugen nötig. Als Erinnerungshilfe wurden diese Zeugen an den Ohren gezogen oder sogar geohrfeigt, sprich, die haben einen hintere Ohren gekriegt, also einen Schlag abgekriegt. Denn was mit Schmerzen verbunden ist, merkt sich der Mensch besonders gut. Ja, seid froh, dass ihr lesen und schreiben könnt, dann kriegt ihr keinen hinter Ohren oder wird an den Ohren gezogen nach dem Motto, denkt dran, und dann wird die ans Ohr ergriffen und einmal gezogen. Ist heute, glaube ich, aber auch gar nicht mehr so besonders erlaubt in der heutigen Zeit. Ist ja irgendwo eine Körperverletzung. So, da liegt der Hase im Pfeffer. Der sprichwörtliche Hase im Pfeffer hat die schönste Zeit seines Lebens schon hinter sich. Denn das arme Tier ist mausetot. Es handelt sich nämlich um eine kulinarische Delikatesse,
die vor allem im Mittelalter beliebt war. Pfeffer war damals eine heiß begehrte Handelsware und verfeinerte vor allem Fleischspeisen. Ja, die Veganer unter uns denken jetzt auch, ah, muss das jetzt sein? Muss der jetzt von Fleisch und toten Hasen anfangen? Ja, muss er. Die Gewürzbrühe, in die das Fleisch eingebettet wurde, nannte man sogar Pfeffer. Unser Hase im Pfeffer ist also ein Hasenbraten, der mit einer kräftigen Pfeffersoße zubereitet wird. Gut, alle Veganer würden jetzt diese Folge jetzt schon hassen, aber es ist halt so, es ist geschichtlich. Und mit Veganern lege ich mich auch generell nicht an. Wer zu schwach ist, den lasse ich in Ruhe. Ne? Ist ganz einfach. So, die denken sich jetzt auch alle, geh hin, wo der Pfeffer wächst. Ja, wo kommt denn das überhaupt her? Ganz einfach. Diese Redensart ist schon seit dem 16. Jahrhundert belegt. Pfeffer wurde im Mittelalter ja als exotisches Gewürz gehandelt und war vor allem wegen seines langen Transportweges dementsprechend kostbar und teuer. Das Land, aus dem der Pfeffer importiert wurde, war nämlich Indien. Gesundheit, so, ich red Pfeffer, die muss niesen, das passt doch wieder alles. Also, wie gesagt, der Pfeffer kam aus Indien. Für damalige Verhältnisse unvorstellbar weit entfernt. Genau das Richtige, also für Leute, die man nicht leiden konnte. Ne, deswegen hat man sie beauftragt, geh dahin, wo der Pfeffer wächst. Also ab nach Indien. Hat natürlich keiner gemacht, nur sind einfach so ab. Gesundheit zum zweiten Soi. Ich glaube, wir sollten das mit dem Pfeffer mal lassen. Das sind nämlich hier alles böhmische Dörfer. Gesundheit, bitte, bitte. So. Die echten böhmischen Dörfer liegen, wie der Name schon sagt, in Böhmen, einer historischen Region in Mitteleuropa, die heute das westliche Tschechien bildet. Im 13. Jahrhundert besiedelten viele Deutsche die Dörfer der Region. Die Orte waren jedoch oft mit fremdartigen und schwer auszusprechenden slawischen Namen belegt, wie zum Beispiel, jetzt kommt's, Tscherna oder Puchmavi. Unbekannt und unverständlich wie die böhmischen Dörfer eben. So hat sich dann dieser Spruch gebildet. Weil, was man nicht aussprechen konnte, das waren halt nur die böhmischen Dörfer. So, jetzt kommt's, das habt ihr vielleicht schon mal gehört, Tohu Wabohu. Ne, kennen wir vielleicht von Großeltern. Das Wort Tohu war Bohu. So wird's geschrieben. Also Thuwa und dann Bohu. Kommt aus dem Hebräischen und wird in der Bibel gleich am Anfang in der Schöpfungsgeschichte erwähnt. Im ersten Buch Mose 1.2 steht in der übersetzten Version: Und die Erde war wüst und leer. In der hebräischen Fassung steht an der Stelle Tohu Wabohu. Das wörtlich übersetzt so viel Bedeutung wie Finsternis und Abgrund findet. Ja, das Tohu Wabohu beschreibt ursprünglich den Zustand vor Beginn der Schöpfung. Na, wer ein bisschen Religionsunterricht aufgepasst hat, der weiß, worum es geht. So. Und wenn ich manche Leute im Stream sehe, dann freue ich mich und sage, da sind ja meine Pappenheimer. Na, die Pappenheimer galten als besonders tapfere Gefolgsleute. Sie versicherten dem Herzog von Wallenstein trotz Landesverrat ihre Treue. Populär wurden sie durch Friedrich Schillers Drama Wallensteins Tod. Darin legte der Dichter dem Freiherr Wallenstein das Zitat »Daran erkenne ich meine Pappenheimer« in den Mund. Also ist das ein Kompliment für euch, wenn ich sage im Stream oder unterwegs auf der Straße mit Freunden, die ich treffe, da sind ja meine alten Pappenheimer. So,
Wer kennt es noch, der bei IKEA nicht arbeitet? Der alte Schwede. Die echten alten Schweden findet man nicht am Stammtisch, sondern an vorderster Front. Friedrich Wilhelm, der große Kurfürst von Preußen. Hallo Rabe. Aloha. Na, wie geht's dir? Alles gut? So, ich mach nochmal. Also, alter Schwede. Die echten alten Schweden findet man nicht am Stammtisch in Kneipe, sondern an vorderster Front. Friedrich Wilhelm, der große Kurfürst von Preußen, wollte nach dem Dreißigjährigen Krieg sein Heer auf Vordermann bringen. Seine eigenen Landsleute schien ihm für diese Zwecke allerdings nicht passend. Ja, deswegen nahm er dann die alten Schweden. Ne, Kampferprobte, die sind dann die richtigen. Vielleicht waren ja auch mal Hinz und Kunz dabei. Wieso jetzt Hinz und Kunz? Ganz einfach, das ist die nächste Bedeutung. Im Mittelalter wollte man von Namen Damian und Malte Sören noch nicht viel wissen. Die verbreitetsten Vornamen waren in damals Heinrich und Konrad. Was in der Kurz- und Rufform, weil man nicht so viel Zeit hatte, zu Hinz und Kunz wurde. Viele Herrscher und angesehene Männer trugen zwischen 13. und 15. Jahrhundert diese Vornamen. Ja, Heinrich und Konrad. So, jetzt habe ich aber aus dem Nähkästchen geplaudert. So, das erkläre ich euch aber auch noch. Das Nähkästchen war ein Accessoire, das für gewöhnlich nie in Männerhände fiel. Zwischen Nadel und Faden lag daher so manches Geheimnis verborgen, unter Frauen halt. Es war nicht nur der Aufbewahrungsort für Handwerkszeug, sondern eignete sich hervorragend, um geheime Briefe oder persönlichen Krimskrams zu verstecken. Populärstes Beispiel ist das Nähkästchen von Effi Bries. Das ist von Theodor Fontane. Ihr Mann fand darin Briefe, die sie ihre Affäre überführten. Sprich, die hat da ihre Briefe versteckt, ihre Liebesbriefe. Und das hat er gefunden. Und dann hat man halt aus dem Nähkästchen geplaudert. Mit allen Wassern gewaschen. So, wo könnte das woher kommen? Hört er jetzt. Wer mit allen Wassern gewaschen ist, verhält sich umgangssprachlich clever, gerissen oder gewitzt. Ursprünglich bezog sich diese Redewendung auf weit gereiste Seeleute, die schon mit Wassern und verschiedenen Ozeanen in Berührung gekommen waren. Sie haben durch ihre lange Schifffahrten und den Besuch zahlreicher Länder ihre Lebenserfahrung gesteigert. So, nächste ist mir Schnuppe. Nee, jetzt nicht ihr oder der Stream. Nein. Die Bedeutung. Das Schnuppe bezeichnet man als verkohlte Ende eines Kerzendochts. Etwas absolut Wertloses und Uninteressantes. Die umgangssprachliche Wendung, dass einem etwas Schnuppe ist, beschreibt mit dem Ausdruck der Wertlosigkeit Schnuppe etwas für einen persönlich völlig Unwichtiges. Weil auch das Säubern des Kerzendochtes mit dem Nasenputzen ähnlich ist. Auch die Sternschnuppen kamen so zu ihren Namen. Sie sind Gesteinsbrocken, wie wir wissen, die durch den Aufprall mit der Erdatmosphäre verglühen, ne, haben dann so einen Schweif. Sprich, sind Schnuppen. Jetzt wisst ihr, wo es herkommt. So, eine Eselsbrücke bauen. Habt ihr bestimmt schon sehr oft gehört und vielleicht auch gemacht. Esel gelten im Volksmund als dumm und störrisch. Nicht immer zu Recht.
Denn diese Vierbeiner wissen ganz genau, was sie wollen und was nicht. Also so schlaue Tiere. Sie verabscheuen es zum Beispiel, nasse Hufe zu bekommen. Mit den meist Langohren, also mit den meisten Langohren, ist es absolut unmöglich, einen Fluss oder einen Bach zu durchqueren. Müsst ihr mal beim Eselreiten ausprobieren, aber Vorsicht, nicht, dass ihr abgeworfen werdet. Ein Problem, mit dem vor allem die Menschen vor der Erfindung des Automobils konfrontiert waren. Denn sie nutzten die Esel hauptsächlich als Lastentiere und für den Transport ihres Hab und Guts. Da mussten sie auf ihren Weg einen steilen Fluss passieren, wurde eigens für diese störrischen Esel eine schmale Stelle gefunden und gesucht, und an dieser schmalen Stelle des Flusses Brücken gebaut. Die sogenannten Eselsbrücken halt. Eine Eselsbrücke war daher ursprünglich ein kleiner Umweg, aber er führte trotzdem ans Ziel. So, und jetzt machen wir jemanden zu Minna. Habt ihr schon mal gehört, ne? Jemanden zu Minna machen. Zunächst einmal ist Minna ein eigenständiger Name. Man denkt an Lessings Minna von Barnheim. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Wenn nicht, ist interessant. Des Weiteren gilt Minna als Kurzform von Wilhelmine. Jetzt nicht Hermine, aber auf jeden Fall Wilhelmine. Ein zur Zeit des deutschen Kaisers William, also Wilhelm I. und II., vor allem in Preußen weit verbreiteter Frauenname. Also so wie Chantal heute. Oder eine Eileen oder eine, was gibt's noch aktuelles für Namen? Na, auf jeden Fall, einfachheitshalber wurden in dieser Zeit viele Dienstmädchen Minna gerufen, obwohl sie nur eigentlich Johanna, Dorothea oder sonst wie hießen. Zugleich konnten so die Herrschaften der Bediensteten vor Augen führen, welchen Wert oder Stand sie in deren Augen hatten, nämlich keinen. Wer nicht einmal für würdig befunden wird, beim Taufnamen gerufen zu werden, diese Bezeichnung Minna war so verbreitet, dass das Wort als Synonym für den Beruf des Dienstmädchens stand. Also bist du eine gelernte Minna, wenn du ein Dienstmädchen warst. So wie jeder Butler Johann hieß, was gar nicht stimmte. Das Leben der Minnas, ja, Andrea? Der Name Johanna ist schon sehr alt, ja, aber so jetzt aus dem Kopf weiß ich das nicht. Ich meine, der ist schon so alt wie, ja, Anfang. Johanna ist ungefähr, denke ich mal, 800 vor Christus auch schon gewesen. Also der hat sich ja, weibliche Form von Johannes ist Johanna. Und Johannes ist ja schon auch uralt. Dementsprechend kann das sogar schon 600 vor Christus gewesen sein, wenigstens. Ne? Denke ich jetzt mal. So einfach mal aus dem FF. Ja. Deswegen, ich bin ja dafür fragen, wisst ihr ja. Zur Not kann so ja mal googeln und kann es ja im Chat reinschreiben. Dann lerne ich vielleicht auch noch ein bisschen was dazu. Na? Also, das Leben der Minas war oft alles andere als angenehm. Lange Arbeitszeiten bis zu 16 Stunden. Selbstverständlich auch nach und vor der Arbeit. Immer in Bereitschaft. Kaum persönlichen Freiraum. Zudem ständig der Gefahr ausgesetzt, wegen Kleinigkeiten oder auch völlig grundlos vom Dienstherrn oder von der Dienstherrin ordentlich zusammengeschissen, gestaucht zu werden. Letzteres geschah offensichtlich derart häufig, dass sich zur Minna machen als Sinnbild für scharfe Zurechtweisung eingebürgerte. So, jetzt kommt Zoe und 1008.
Ja, aber guck mal, es gab auch schon vorher den Namen. Den Namen gab es aber schon her. Ja, aber der Name ist wesentlich älter. Weil, wie gesagt, Johannes der männliche Name und Johanna wurde dann abgekupfert. Dementsprechend wird er auch älter sein. Aber so haben wir schon mal einen kleinen Anhaltspunkt, was ich als nächstes recherchieren kann. Namen und deren Herkünfte. Ist doch mal was. So. Jemand das Wasser abgraben. Hat man das schon gehört? Wenn nicht, erkläre ich's mal. Mittelalterliche Burgen, deren Bau Jahrzehnte in Anspruch nehmen konnten, weil die mussten erstmal die Steine ranschleppen, dann Baumeister beauftragen, die es alles dann hochbringen, die Arbeiter, Seilzüge und was weiß ich alles, ne? Das dauerte verdammt lange. 30, 40 Jahre manchmal, vielleicht sogar noch länger. Also, mit ihren Türmen, Zugbrücken oder massiven Toren, den Steinmauern und Burggräben und deren Verteidigungsvorrichtungen waren vor der Verbreitung von Kanonen und Mörsergeschossen nur schwer zu knacken. Oft ging das nur durch langwierige und somit kostspielige Belagerung. Im Normalfall war es von Erfolg versprechend und ein lohnender, also den Hinterhalt zu plündern, Beute zu machen und dadurch gleichzeitig die wirtschaftlichen Grundlagen des Gegners zu verheeren. Sprich, den einfach mal das Essen oder irgendwas wegzunehmen. Sind sie verhungert, mussten aufgeben. Ist ganz einfach. Musste eine Burg aus strategischen oder sonstigen Gründen eingenommen werden oder konnte, erforderte das meist viel Zeit und Geld für Bezahlung der Soldaten, Verpflegung und so weiter. Simples Aushungern war auf der technischen und physischen Ebene zwar der schonendste Weg, verschlang aber mehr Zeit als die Erstürmung. Außerdem stieg mit der Dauer der Seuchen auch die Seuchengefahr auf den Seiten der Belagerer. Kein Wunder also, dass sich kluge Köpfe Gedanken über allerlei wunderliche Belagerungsgeräte machten. Sogar der Universalkünstler und Universalgelehrte Leonardo DiCaprio, nee, Leonardo da Vinci, nicht DiCaprio, das war ein anderer. Der ist aber auch universell einsetzbar. Also selbst da Vinci, was schon in einem gewissen Widerspruch zum feinen Lächeln seiner berühmten Mona Lisa steht, mit damals furchteinflößenden Fernwaffen, wie aus Katapulten, mit Reichweite je nach Bauart deutlich über 200 Meter sein konnte, da konnte man zwar aus sicherer Entfernung Steine in Richtung gegnerische Burg schleudern und beachtliche Schäden anrichten, die teils meterdicken Mauern aber nicht wirklich flächendeckend zu durchbrechen. Das klappte nicht. Man hat zwar ordentlich Kratzer gemacht, aber der Lack hat gehalten, sagt man heutzutage. Effektiver allerdings, auch für die Angreifer, gefährlicher war der Sturmangriff. Mit Leitern und Belagerungstürmen, Rammen, also Rammen und ähnlichem Gerät, wenn das Gelände auf einer eigenen Truppenstärke basiert, sprich, dass sie genug Leute haben, um eine Truppe zu bilden und die Gegner es zuließen, wenn sie sich nicht gewehrt haben, wurde dann angegriffen. Dabei war aber der metertiefe Wassergraben natürlich hinderlich. Die meisten Burgen hatten sowas ja, und mittels eines kleinen Kanals konnte man das Wasser ableiten. Der Burg also das Wasser abgraben. Und so vorlagerten Schutzring, also das Ding, den Wassergraben außer Kraft setzen. Damit war zwar noch gar nichts gewonnen, aber wenigstens ein erstes Hindernis aus dem Weg geräumt. Alternativ wird diese Redensart aber auch so erklärt, dass ein Müller ruiniert war,
Wenn der Bach seine Wassermühle, der die Wassermühle antrieb, umgeleitet wurde, weil konnte er nichts mehr machen, ne? Konnte kein Mehl mehr produzieren und dann war es vorbei. Gibt also noch verschiedene Deutungen. So, ins Fettnäpfchen treten. Habt ihr bestimmt schon mal gemacht oder gehört, auch wenn man es nicht gern zugibt, ne? So wie heute noch Lederschuhe eingefettet werden, damit sie keine Feuchtigkeit eindringen können oder zulassen können, versuchte man sich schon vor Jahrhunderten vor nassen Füßen zu schützen. Deshalb war es bei den Bauern üblich, wenigstens regionell, also mal hier, mal da, die aus der Nähe der Eingangstür oder des Ofens einen Napf mit Fett zu stellen, aus dem sich auch Gäste bei Bedarf bedienen konnten und sich ihre Schuhe einreiben konnten. Dabei kam es vor, dass jemand das Pech hatte, so ungeschickt war und in den Napf getreten ist und dann dementsprechend Fußabdrücke hinterlassen hat. Dann ist man ins Fettnäpfchen getreten und patsch, patsch, patsch hat man dann gesehen, wo der hergelaufen ist. Gibt aber auch noch was anderes. Früher hängte man Schinken und Würste unter die Decke zum Trocknen auf. Und das heruntertropfende Fett aufzufangen, wurde ein kleiner Napf darunter gestellt. Ja, die Veganer hassen mich heute, aber ist mir egal. Wenn man nicht aufpasste, konnte man leicht ins Fettnäpfchen treten, was natürlich dann sehr ärgerlich war, ne? Hat er ja die ganze Bude mit verpflegt. So, und jetzt machen wir mal was halbwegs Moderneres, ne? Bankrott. Hört man ja in vielen Nachrichten momentan, verschiedene Kaufhäuser oder Firmen sind bankrott. Aber woher kommt das Wort Bankrott? Ne? Vielleicht eine verrottete Bank, denkt man sich. Also eine Bank, die kaputt geht. Ja, kommt sogar hin, ne? Aus dem italienischen Bancarrota. Also kaputte Bank wurde der Geldwechsler zahlungsunfähig, zerschlugen ihm die Gläubiger seine Bank, auf der er die ganzen Geldsorten ausgelegt hatte. Also kommt das dann hin. So, aus der Bahn geworfen. Wenn man jetzt zum Beispiel, so wie ich dies hier, sehr viel Trauerfälle hat in Freundes- und Familienkreisen, dann wird man aus der Bahn geworfen. Dann geht's einem nicht gut, man ist nicht mehr in der Spur, man ist nicht sich selbst und man, ja, ist irgendwo anders mit dem Kopf, aber man ist aus der Bahn geworfen worden. Woher kommt es denn? Jo, mein Lieblingsthema. Mittelalter, ne? Wer beim ritterlichen Turnier aus der Turnierbahn geworfen wurde, hatte den Kampf verloren. So schlicht und weg ist es halt. Aber Gott sei Dank habe ich ja die Bahn wiedergefunden, dank euch. Und damit meine ich ja einigen Zuschauern, die ich auch jetzt mittlerweile privat sehr gut kenne und auch kennenlernen werde und so weiter und so fort, ne? Ihr habt mich dann wieder in die Bahn geholt. Natürlich auch Zoe, Wally und André Brune und verschiedene Familienmitglieder und auch eine Handvoll Freunde. Ja, geht's mal weiter, ne? Jemanden ausstechen. Beim ritterlichen Turnier mit der Lanze aus dem Sattel stechen. Ja, sind dann die Ritter mit der Holzlanze aufeinander zugeritten und wer gestochen wurde, ist dann ausgestochen worden. Weil meistens fällt man nämlich dann aus dem Sattel. Da bleibt der Bissen im Halse stecken. Ist auch mittelalterlich. War ein Gottesurteil. Der Beschuldigte musste ein Stück trockenem Brot oder harten Käse ohne Flüssigkeit hinunterschlucken. Gibt's heute schon zutage seit Jahren als TikTok-Challenge. Ist der größte Rotz, macht es nicht. Sowieso die ganzen Challenges von TikTok. Außer wenn es vielleicht Tanz-Challenge sind, das geht noch halbwegs. Oder wenn man dann Sachen an Liedern erkennt, das macht auch noch Spaß. Aber wenn es dann körperlich wird und man da sich
irgendwelche Schäden zuziehen kann oder Schlimmeres, das lasst sein, tut mir den Gefallen. Sonst werdet ihr in den nächsten Erklärtsachen nicht mehr erleben, wenn ihr Pech habt. Oder krank sein, im Krankenhaus liegen. Und das muss nicht sein. Da macht ihr euch mit kaputt, macht ihr euren Freunden und eure Familien Kummer. Denkt auch mal einen Schritt weiter, sag ich dann. Ne, das war mal ein Aufruf von mir. Also, gelang dies ohne Schwierigkeiten, war er frei. Konnte also den Käse ohne Brot schlucken und essen, ohne sich zu verschlucken. Wo erst das Brötchen oder sonst was stecken bleibt, war er frei, hat er gewonnen. So, das waren jetzt 26 Redewendungen mit Bedeutungen. Und wenn es euch gefallen hat, können wir noch welche machen. Aber dann in einer weiteren Ausgabe von Erklärt. Ihr könnt ja gerne schreiben, ob es euch gefallen hat. Und da aller guten Dinge bekanntlich drei sind, wisst ihr Bescheid, was vielleicht nächstes Mal passieren kann. Auf jeden Fall bedanke ich mich, dass ihr alle dabei wart und hoffe, dass es euch wieder gefallen hat. Und denkt dran, kommentiert, gebt ein Like, wenn es euch gefallen hat, empfiehlt mich weiter. Euer Jack.